highest cost, you know. The grown-ups rhyme again with Fred, the children all love him so. Casper, the friendly ghost, he couldn't be bad or mean. He'll romp and play, sing and dance all day, the friendliest ghost you've seen. He'll romp and play, sing and dance all day, the friendliest ghost you've seen. He always says hello, and he's really glad to meet you. Wherever he may go, he's kind to every living creature. Grown-ups don't understand what children love the most, but kids don't know that he loves them so. Casper the friendly ghost, but kids don't know that he loves them so. Casper the friendly ghost. Children all love him so. Casper, the friendly ghost, he couldn't be bad or mean. He'll romp and play, sing and dance all day, the friendliest ghost you've seen. He'll romp and play, sing and dance all day, the friendliest ghost you've seen. He always says hello, and he's really glad to meet you. Wherever he may go, he's kind to every living creature.
Grüß, Erdling. Ich komme direkt vom Chili-Bohnen-Wettessen. Ich hab mächtig Dampf auf dem Darm. Volle Deckung! Das war jetzt mal ich! Lauf, du euer Leben! Erster Fehlschlag, zweiter Fehlschlag, dritter, vierter, fünfter, sechster, du bist raus! Tut mir leid, ich hoffe, du hast auf den Schläger noch Garantie. Hey, ist das Spiel schon vorbei? Ich dachte, es gibt noch eine Verlängerung. Hunger? Ich spende dir ein paar Hot Dogs. Es macht doch nichts, dass sie schon mal gegessen sind. Nein, nein, nicht weglaufen. Vor mir braucht ihr keine Angst zu haben. Ich bin Kasper, der Freundliche. Ja! Jungs, wir waren wieder mal klasse, aber ich finde, jetzt sollten wir uns ein bisschen Ruhe gönnen. Ruhe? Du meinst, du willst in Frieden ruhen? Nein, im Catskill-Gebirge. Oh. Oh, wir machen Ferien. Na klar doch. Zeigt mir drei Geister, die sich einen Urlaub mehr verdient hätten. Du meinst vier, oder? Oh, ja natürlich, Kurzzipfelchen. Wir können dich unmöglich hier lassen, denn wer sollte wohl sonst unser Gepäck tragen? Wirklich sehr komisch. Sie haben den Fehler gemacht, Desmond Fluchmann anzurufen. Guten Tag, ich bin Billy Dunn vom Internationalen Kinderhilfswerk. Wir möchten Sie um eine Spende bitten. Orakel im Spiegel, zeige dich. Ihr habt gerufen. Ich verbitte mir diesen unverschämten Ton. Du bist ein Sklave des Zauberspiegels und wärst Eigentum des mächtigsten Hexers. Mua. Ja, Meister, ich werde tun, was ihr verlangt. Also, verrat mir die Wettervorhersage, die Aktienkurse und die Zauberrangliste. Ganz wie ihr wünscht. Das Wetter ist ein Genuss, der Dow Jones Index liegt weit im Plus. Ihr seid der mächtigste Hexer wie schon seit Jahren. Aber ab heute lauern auf euch Gefahren. Was? Wer könnte wohl eine Gefahr sein für Desmond Fluchmann? Ich rede von Wendy, der kleinen, freundlichen Hexe. Freundliche Hexe? So etwas gibt es nicht. Ihr denkt, ich habe euch gefolgt? Sowas täte ich nie. Wenn ihr sie nicht stoppt, geht euer Titel an sie. Sie ist doch nur ein kleines Mädchen. Aus welchem Grund ist das so gefährlich? Allein ist sie's nicht, doch sie findet schon bald einen Freund von geisterhafter Gestalt. Wenn eine Hexe sich mit einem Gespenst verbündet, wird sie die Größte und eure Macht schwindet. Versuch ja nicht, mir Angst zu machen, du verstaubte Antiquität. Na los, sag mir, wie ich diese dumme kleine Hexengöre loswerden kann. Merkt euch meine Worte, sie wird sich verstecken. Drum öffnet die Pforte zum Abgrund voller Schrecken. Wer sie durchschreitet, wird auf ewig verschwinden. Das gilt auch für Geister, doch ihr müsst sie erst finden. Brillante Idee.
Besten Dank, du auch. Ihr begebt euch sofort zu dieser Adresse und bringt mir das Mädchen. Sie lebt auf dem Land bei ihren Tanten. Und ihre Onkel haben Reis ausgenommen? Ich will, dass die Sache so schnell wie möglich über die Bühne geht. Traut ihr euch das zu? Keine Bange. Ach ja, er muss gleich kommen. Beobachte sie weiter. Schon gut. Ich glaube, jetzt ist es bald fertig. Also, ist auch genug Belladonna drin? Ja, da fällt mir ein, ich hatte mal eine Freundin, die hieß Donna und sie hatte zwei Kinder und die nannten alle nur Madonna. Verstehst du? Madonna! Ja, schon gut. Fanny, sag uns, wie es aussieht. Psst! Ich warte auf den Zeitungsjungen. Und? Und was? Naja, kommt er. Wer? Dreimal darfst du raten, Fanny, der Zeitungsjunge. Ach ja, richtig. Ich werde am besten gleich mal nachsehen. Womit habe ich nur solche Schwestern verdient? Mal sehen, du hast zum Beispiel den Mehltau erfunden, morgendlichen Mundgeruch und Fußpilz. Hallo. Hallo. Es ist soweit. Der Zeitungsjunge ist da. Also, an die Arbeit. Schon. Danke. Jetzt gibt's was zu lachen. Wird sich wundern. Ach, Mann, wie sind Sie? Auf! Da, was soll das?
schnell nicht wieder! Hey, lasst mich in Ruhe! Ihr seid alle verrückt! Kein Wunder, dass ich keine Freunde habe! Warum habt ihr das gemacht? Ganz einfach, weil er unsere Zeitung gestern in eine Pütze geworfen hat. Und wieso sagt ihr es ihm nicht? Bitte hör auf, so zu brüllen. Wir hören dir nämlich sowieso nicht zu. Aber... Wendy, Kleines, wann wirst du es endlich begreifen? Wir sind keine guten Feen, sondern Hexen. Und wenn uns irgendjemand ärgert, dann zahlen wir es ihm heim. Dann mach ich das auch. Oh. Du bist heute wieder besonders vorlaut. Deshalb mögt ihr mich doch, hm? Wir mögen dich nicht. Wir sind nur dummerweise verwandt. Darum quälen wir uns mit dir ab. Keine Sorge, meine Damen. Sie wird Ihnen ab jetzt nicht mehr zur Last fallen. Verschwindet, ihr Spinner, oder ich verwandle euch in Goldfische. Oh. Und dabei hat Desmond Fluchmann gesagt, ihr drei würdet bestimmt kooperativ sein. Desmond Fluchmann? Sehe ich wie ein Sprachtherapeut aus? Nein. Warum stottert ihr mir dann was vor? Lasst sie in Ruhe und verschwindet. Ah. Ihr wollt immer noch Widerstand leisten? Wie erfreulich. Dann sind wir gezwungen, Gewalt anzuwenden. Her mit dem Ding! Wendy, komm schon, wir müssen hier weg! So, jetzt haben wir dich. Was mache ich jetzt? Halt! Noch habt ihr mich nicht. Gleich werdet ihr euch hier wie zu Hause fühlen. Ui. Von allen Hexen müssen wir an eine geraten, die glaubt, sie hätte Humor. Oh, die waren wohl zu oft im Fitnessstudio. Allerhöchste Zeit, von hier zu verschwinden. Dein Besen, Wendy. Oh, dein Besen. So, und jetzt weg hier. Oh nein, ihr seht uns so schnell nicht wieder, Jungs. Macht schnell. Wir kriegen euch doch. Den hab ich's aber gezeigt, was? Du? Warum waren die denn hinter Wendy her? Frag sie doch. Ich weiß noch nicht einmal, wer die sind. Du hast es doch gehört. Sie arbeiten für Desmond Fluchmann. Wer ist das? Er ist sehr, sehr mächtig. Und deinetwegen hat er es jetzt auf uns abgesehen. Ja, es ist alles nur deine Schuld, Wendy. Ja, danke vielmals. Wow, ist ja eine irre Ferienanlage. Nicht übel. Ich glaube, hier kann ich eine ganze Weile aushalten. Ach, der richtige Platz, um sein Ektoplasma ein bisschen baumeln zu lassen. Das wird ein Bilderbuchurlaub wie aus dem Katalog. Die glauben wohl, ich wäre in meinem letzten Leben ein Packesel gewesen. Hör auf zu nörgeln, Dunstwölkchen. Oh, Liebling, es ist hier sogar noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Nur vom Feinsten für Mrs. Bradshaw. Oh. Hey, gar nicht übel, die Hütte, was? Ja, und vor allem ist keiner hier. Oh. Hey, suchen wir uns eine andere Bleibe. Die hier ist doch schon besetzt. Von wem? Also, ich sehe hier niemanden. Ihr etwa? Gastfreundschaft auf Nimmerwiedersehen. Geister! Mal ehrlich, war das unbedingt nötig? Hast du etwa irgendetwas auf dem Herzen, Casper? Wir sind ganz Ohr, schieß los. Also ich finde, wie wäre es denn, wenn ihr in Zukunft ein kleines bisschen freundlicher seid? Ein sehr guter Rat, Casper. Und ich glaube, ich spreche für uns alle drei, wenn ich sage, halt die Backen! Nur ein Fleischling, der Angst hat, ist ein guter Fleischling. Warum macht ihr ihnen Angst? Weil sie uns keine machen können. Ausgenommen Hexen? Was ist denn mit
mit Hexen. Du bist ja wirklich noch grün hinterm Grabstein. Hexen sind Fleischlinge mit Zauberkräften. Jetzt geh und pack unsere Sachen aus, Schwachspuker. Ugh. Ich geb's auf. Die drei werden sich nie ändern. Ach, das ist ein Leben nach dem Leben. Was, Leute? Hexen! Hallo alle miteinander. Ich bin Larry Talby, der Chefanimateur hier im Sunny Bright. Wie geht's Ihnen? Na gut, dann nicht. Hey, wollen Sie an unserer Misswahl teilnehmen? Ich bin in der Jury. Hey, aufgepasst, Robin Hood. Bogenschießen ist um zwei. Sind wir verfolgt worden? Nein, hier sind wir sicher. Und du glaubst, das ist ein gutes Versteck? Natürlich. Hier wird Desmond uns niemals vermuten. Hallo, Ladies. Darf ich Ihnen die Anlage zeigen? Nein, danke. Seht ihr? Dieser Ort hier sprüht geradezu vor Fröhlichkeit. Wir sind sozusagen mitten im Nirgendwo und wir fallen offenbar nicht einmal groß auf. Ja. Sagen Sie, sind Sie für diese Halloween-Kostüme nicht schon ein bisschen zu alt? Was für Kostüme! Und diese komischen Hüte sind wirklich zum Schreien. Bibbidi, Bibbidi, Flibbidi! Mama, ich denke, wir wollen nicht auffallen. Oh. Kommt mit. Dein Glück! Hallo, Schätzchen, eine Blockhütte für vier. Mit einem extra Schlafzimmer. Für den Fall, dass wir mal Gäste haben. Tut mir leid, meine Damen. Aber ich habe den letzten Bungalow eben an Sie vermietet. Soll das bedeuten, Sie haben keinen Branga, Brunga, Dingster? Ich meine, Sie haben nichts mehr frei? Ganz recht. Es sei denn, diese Dame will lieber abreisen. Nein, Karl! Halt, tu es nicht, Wendy! Mich nicht an! Ich finde die wieder abreisen. Auf Wiedersehen. Wir nehmen die Blockhütte. Ja. Page, kümmern Sie sich bitte um das Gepäck der Damen, ja? Ich glaube, diese alte Gewitterziege hat recht. Wir sind wirklich nicht angemessen gekleidet. Aber das kann man ja ändern. Shake it, shake it, shake it. Na, so bin ich doch mega schick. Oh. In diesen lächerlichen Klamotten wirst du auffallen wie ein bunter Hund. Los, gehen wir endlich. Tell me, baby, where else would you rather be? Das da muss unsere sein. Wie reizt? Hey, warte mal. Hallo, ich bin Josh. Du hast bestimmt von mir gehört. Ich bin Randy. Wie lange bist du schon hier? Ungefähr eine Woche. Und, gefällt's dir? Stinkt langweilig. Das ändert sich gerade. Rein da. So, jetzt hör mal zu, Wendy. Desmond Fluchmann ist hinter dir her. Und damit dummerweise auch hinter uns. Du wirst mit niemandem reden, bis uns eingefallen ist, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen. Schlamassel. Ich finde, wir sollten uns gegen diesen Kerl wehren und nicht einfach vor ihm davonlaufen. Man kann sich gegen jemanden wie Fluchmann nicht wehren. Schreib's dir hinter die Löffel. Der Kerl hat es auf uns abgesehen und auf dich besonders. Eins steht fest, ich lasse nicht zu, dass ein dummes Hexengehör, das nicht mal trocken hinter den Ohren ist, mir den Rang abläuft. Wo bleiben diese Trottel? Und das Zeug nennt man Hack? Richtig, man nennt es gehacktes, gebratenes Hackfleisch mit Kartoffeln und diesen kleinen grünen Dingern. Na, wie heißen die doch gleich? Erbsen? Wo seid ihr gewesen? Na, wir hatten noch nicht gefrühstückt und da haben wir uns gedacht, ihr... Wo ist Wendy? Oh, sie ist uns entschlüpft. Großartig. Dann bleibt uns nur noch Plan B. Wow, da staunt ihr, was?
Wenn die Hexen ihre Zauberkräfte im großen Stil einsetzen, dann können wir sie mit diesem Gerät anpeilen und ihre Position feststellen. Und jetzt, passt auf. Du meinst kapern, oder? Ja, du darfst aber nicht irgendwelche nehmen. Passt auf! Es riecht, als ob hier irgendwas gestorben wäre. Ich hab schon gedacht, du merkst es nie. Das war aber gar nicht nett. Danke. Halt das mal, während ich ein paar Leckerschmeckerschlemmereien für uns raussuche. Toll, jetzt bin ich Kasper, der Phantommondräuber. Deine Meckerei raubt einem den letzten Nerv. Halt die Klappe und trag das Essen, du Jammerlappen. Die Einrichtung ist einfach grauenvoll. Ja. Diesen Blümchen überall wird mir noch ganz schwindelig. Wir sollten dieses Zimmer umgestalten. Wie wäre es, wenn du uns hilfst, anstatt den ganzen Tag auf diesem Ding rumzuhämmern? Ich weiß, ich werde mit dem Computer alle Zaubersprüche durcheinander würfeln. Danach sieht es hier bestimmt ganz anders aus. Ist ja eine tolle Idee. Zu eurer Information. Ich versuche Desmond Fluch mal im Internet zu finden. Wer weiß, vielleicht gibt's im Netz ja was über ihn. Dann sieh dir mein neues Netz an. Darin wird er sich verfangen. Sehr. Also machen wir es uns jetzt gemütlich, oder nicht? Ja. Auf geht's. Warzenfett. Und Krötenwade. Zippe, die Zapp, die Wand ist zu fad. So, sehr gut. Wie jetzt besser. Die andere Wand. Aha. So, den Rest noch einmal. So, für den Anfang war das gar nicht schlecht. Zu Hause. Ja, da drüben können noch ein die Ecke gefällt mir noch nicht. Ein Signal! Was? Ja, das sind sie. Schnell, schreibt die Koordinaten auf. Oh nein, er fällt uns an. Hört auf, wir müssen doch aufhören. Los aufs Bett! Aber was hast du denn? Oh, auf Bett? Oh, ich will nicht! Los! Was? Nein! Na, dann zaubert weiter. Mach schon! Na los, verdammt! Psst. In Ordnung, die Gefahr scheint vorbei zu sein. Ein Glück, du zerquetscht mich fast. Warum bist du denn so ausgerastet? Weil man Zauberschwingungen anpeilen kann. Du meinst, Desmond hätte uns finden können? Ja, wenn er uns nicht schon geortet hat. Von jetzt an müssen wir viel vorsichtiger sein. Aber ich kann mir nicht mal die Schuhe zubinden ohne meine Zauberkräfte, geschweige denn mich am Rücken kratzen oder mir die Zähne putzen. Keine Angst, kleine Sachen können wir noch machen, Leuten Streiche spielen und so. Nur auf die Großen müssen wir eben verzichten. Augenblick mal, dann muss die sich aber auch dran halten. Ich auch? Ja, gib deinen Zauberstab her. Aber... Gib ihm, aber, Tante Fersi. Her damit. Na komm schon. Wie ihr wollt. Jetzt bin ich völlig wehrlos. Es ist nur zu deinem Besten, Wendy. Gut. Dann schlage ich vor, dass wir jetzt nach draußen gehen und unauffällig nach Spionen Ausschau halten. Wir fangen am Pool an. Ist gut. Am Pool? Toll, ich höre meinen Badeanzug. Kommt nicht in Frage. Du wirst gefälligst schön hier in der Hütte bleiben. Ja, wenn das man dich findet, dann wird er uns alle in eklige Blutegel verwandeln. Ja. Und mach niemandem die Tür auf. Ich wüsste mal gerne, warum ich für diesen Desmond Fluchmann so wichtig bin. Das fragen wir uns alle. Nun tu, was wir sagen. Urlauber, aufwachen! Wir haben euch einen Imbiss mitgebracht. Sehr gut, ich komme schon. Ja, ich bin schon halb tot vor Hunger. War nur so eine Redensart. Das sieht sehr erlesen aus. Ja, sieht lecker aus. Ja, und gleich sieht es überhaupt nicht mehr aus. Onkel Fetzo, was ist denn mit dir? Du hast eine Farbe wie ein Heißluftballon.
Ein Sonnenbrand. Ach, bleib cool auf dem Stuhl. Nach dem Essen bleichen wir dich wieder aus. Und jetzt haut rein, Leute. Halt! Keine Servietten! Hey, Lieblingsneffe, würdest du mal ein paar Rand schaffen? Ihr habt alles aufgegessen. Was? Stimmt nicht. Nein, 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 nein. Die Schalen sind doch da. Das macht ihr jedes Mal. Was machen wir? Hä? Naja, ich meine... Ach, vergesst es. Oh, ich glaube, wir haben seine Gefühle verletzt. Oh Mann, warum lasse ich mir das immer gefallen? Und das sollen Ferien sein? Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Verloren. Toll. Danke, dass du mich rausgebracht hast. Oh, hallo. Hast du Kleingeld? Leider nicht. Kein Problem. Hey, lass das. Das ist mein Spiel. Darf ich mal? Hey, spinnst du? Hey, das war aber nicht sehr nett. Pass auf, den Dicken mach ich platt. Ja, los, mach einen Fettfleck aus ihm. Josh, ich könnte dich jetzt wirklich einen Freund gebrauchen. Und ich dachte... Noch ein Treffer und du bist hinüber. Und ich dachte, vielleicht könnten wir... Stör mich nicht, ich hab gleich einen Highscore. Na los, zieh Leine. Ihr Idioten. Willkommen im Club. Ah, ein Geist! Komm ja nicht näher, hast du verstanden? Nein, nein, warte, ich tu dir nichts. Pass auf, ich habe einen Zauberstab und wenn es sein muss, benutze ich ihn. Ah, eine Hexe, eine Hexe! Eine Hexe? Ja, warum fragst du? Ach, nur so. Ich wusste gar nicht, dass Hexen so hübsch sein können. Ist das dein Ernst? Klar. Aber du bist ein Gespenst. Und mir hat man gesagt, alle Gespenster wären boshaft, gemein und unheimlich. Die meisten von uns sind das, da hast du recht. Aber ich bin eine Ausnahme. Ich bin freundlich. Meine Tanten sagen, trau keinem, den du nicht sehen kannst. Aber du kannst mich sehen und ich sehe dich. So viel steht fest. Ich bin Randy. Und ich bin Casper. Kannst du dich setzen? Na logisch, auf meinen kleinen Geisterpo. Hast du auch wie ein richtiger Geist übernatürliche Kräfte? Mach dich bereit für den Schrecken. Und was ist mit dir? Kannst du wirklich zaubern, so wie David Copperfield? Soll das ein Witz sein? Der zaubert doch gar nicht wirklich. Warte, ich zeig's dir.
Wärst du auch mit was Kleinem zufrieden? Hm, klar. Niedlich. Ich kann's nicht fassen, dass meine Onkel Angst vor Hexen haben. Heißt das, es sind noch andere Geister hier? Ja, aber die wollen immer nur Leute erschrecken und mich herumkommandieren. Dir geht's wie mir. Meine Tanten behandeln mich, als ob ich ein Nichts wäre. Wir haben offenbar viel gemeinsam, hm? Also, Wendy, wollen wir zusammen was unternehmen? Naja, ich hab Hausarrest, aber... Wie kümmert es schon? Volltreffer! Ja! Ja, Ich schmelze dahin. Oh. Nein, tust du nicht. Ja, ich bin nur nass geworden. Sowas. Der wird dann gleich in die Luft gehen. Ja? Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber... Wow! Das war heute der beste Tag meines Lebens. Geht mir auch so. Naja, mal abgesehen vom Leben vielleicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe keine Freunde, gar keine. Und meine Familie würde mich am liebsten loswerden. Ja, das kenne ich. Und jetzt, seit wir uns begegnet sind, fühle ich mich zum ersten Mal nicht überflüssig. Dabei müsste ich dich doch hassen. Ich verstehe gar nichts mehr. Aber wir sind doch Freunde, oder? Wendy, meine Gefühle gehen weit über Freundschaft hinaus. Augenblick, wenn meine Tanten herausfinden, dass wir befreundet sind, dann werden wir von hier verschwinden. Und ich sehe dich vielleicht nie wieder. Und meine Onkel sagen, kein ordentlicher Geist redet mit einer krötenäugigen, warzenübersäten, hässlichen... Hey! Entschuldigung. Also, was machen wir dagegen? Wir müssten sie irgendwie zusammenbringen. Wenn sie sich erst kennen, dann vertragen sie sich schon. Klar, kein Problem. Wir brauchen nur deine Tanten in Geister zu verwandeln oder meine Onkel in Menschen. Und ich weiß auch, wie das geht. Hey, hallo alle miteinander. Wie geht's euch? Wisst ihr, was auf dem Programm steht? Unser großer Limbo-Wettbewerb. Nicht vergessen. Nur für euch haben wir diese tollen Aktionen hier vorbereitet. Also dann, ich mache einen Anfang. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob es irgendjemanden gibt, der es besser kann. Mich nervt der Typ.
gern noch dreimal genau dasselbe, ja? Natürlich, komm sofort. Willst du auch irgendwas? Ja, den Poolkellner. Tschüss. Ach, Poolkellner, bringen Sie uns noch ein paar von diesen Diätbrezeln. Am besten gleich den ganzen Karton. Wo bleibt denn mein Drink, bitte? Natürlich, sofort. Ich hätte Lust auf eine Massage. Na, endlich. Mein Genick ist ganz verspannt. Eine Massage? Das nächste Mal müssen Sie uns verhungern lassen. Sekunde. Nicht aufhören. Ziehen Sie mir die Schuhe aus. Kommen Sie sofort zurück. Dann möchte ich, dass Sie mir Nagellack besorgen. Ihre Schuhe. Ich möchte mir die Zehennägel lackieren. Ich bin gleich wieder da. Mit unseren Brezeln hoffentlich. Und unseren Drinks. Madame! Hey, Süße, hast du heute Abend schon was vor? Vor allem habe ich vor, dass ich was vorhabe, ja? Ich hol jetzt ihre Brezel. Ach, ist es nicht wundervoll, wenn sie sich ein bisschen zieren? Ich hab gewonnen. Stein schlägt Papier. Oh nein, Stein schlägt Schere. Wer hat die Regeln geändert? Das war schon immer so, du Ameisenhirn. Ist doch logisch. Papier bedeckt Stein. Also habe ich gewonnen. Was macht ihr Idioten hier draußen? Kommt rein und beobachtet den Radarschirm. Und ich hab doch gewonnen. Psst. Psst. Ich glaube, da ist ein Loch in der Matratze. Ich dachte, ihr haltet nach Spionen Ausschau. Ja. Sie könnten schon überall sein. Hey, Wendy! Was machst du denn hier? Keine Angst, ich war voll vorsichtig. Ich wollte euch etwas sehr Wichtiges sagen. Was könnte so wichtig sein, dass du dafür unsere Sicherheit aufs Spiel setzt? Heute können wir tanzen gehen. Tatsächlich? Da gehen wir hin. Der Boogie. Der Lambada. Der Macarena. Und der Ententanz. Habt ihr von Entenbraten geredet? Kannst du nur ans Essen denken? Die Jungs werden sich um euch drei reißen. Also wir werden dort sein. Ja, aber du nicht, Wendy. Du gehst sofort wieder auf dein Zimmer und dort bleibst du. Na los, geh schon. Halt, das hier werde ich behalten. Los, schwer ab. Ein unmögliches Kind. Hey, pass doch auf. Oh, hallo Süße, wie geht's? Bis gerade ging's mir noch gut. Warte, ich verzeih dir das mit dem Videoautomaten. Oh, sehr großzügig. Hey, sei lieber nett, sonst werde ich heute Abend mit einer anderen tanzen gehen. Wie schrecklich. Ich habe sowieso schon einen Begleiter. Er sieht sehr gut aus. Niemand sieht besser als ich aus. Er ist ziemlich blass, hat keine Haare und der wohnt auf einem Friedhof. Hör zu, du gehst mit mir auf den Ball. Hast du verstanden? Dein blödes Macho-Gehabe ist jetzt in den 90ern mega out. Ich glaube, du brauchst eine Lektion, du Würstchen. Was soll das? Mach das, du Verschwinder! Reicht's aber! Ich glaube, du brauchst eine Abkühlung! Wolltest du planschen, Joshi? Das werde ich dir heimzahlen! Verlass dich drauf! Hallo, Karnak! Hast du sie schon gefunden? Verdammt! Halt weiter die Augen offen! Hallo, Samantha! Hast du etwas für mich? Ach, so ein Pech. Auch nichts. Spiegelgeist? Na los, wach schon auf. Ja, was wollt ihr heute? Bist du ganz sicher, dass du nicht weißt, wo Wendy steckt? Wenn ihr etwas wünscht, dann gehe ich zu Werke. Doch Vermisste zu finden ist nicht meine Stärke. Darum sage ich euch gern, was schon alle Welt weiß. Wendy traf heute den freundlichen Geist. Ein freundlicher Geist? Das ist doch wenigstens etwas. Sagen Sie der Wäscherei, ich will die Laken stärker gestärkt. Hey, das war echt lustig. Es hat dir gefallen? Ja. Könnt ihr mir auch solche Tricks beibringen? Kasper, der freundliche Geist, will auf einmal Fleischlinge erschrecken. Los, kneift mich mal. Also, was sollen wir dir beibringen, den Gespensterheuler? Den Ektoplasmaschleimer? Fliegende Pizza? Eigentlich dachte ich mehr an Besessenheit. Da bist du bei uns genau richtig, denn was Besessenheit angeht, sind wir Experten. Wir halten sogar den Weltrekord im Dauerbesitzergreifen von Fleischlingen. Ja, das weiß ich. Allerdings, naja,
Ich habe im Geisterhandbuch der Rekorde gelesen, dass jemand ihn gebrochen hat. Was? Freunde, wir müssen uns den Titel zurückholen. Wie wär's auf dem Ball heute Abend? Gute Idee. Genau. Komm, Leute, suchen wir uns ein paar. Zeigen wir, was Besessenheit heißt. Und zwar ganz lange. Ich würde sagen, dann stürzen wir uns mal ins Getümmel und trösten ein paar einsame Herzen. Oh ja, die Touristinnen werden in unseren Händen dahinschmelzen wie Schokolade auf dem Armaturenbrett. Hab ich recht? Und ob. Oh ja. Hey Mann, die im Solarium haben mich gelinkt. Ich bin ganz blass. Warum krieg ich immer die Fettfenster? Sag schön, alles tut mir leid, wie sag ich doch. Na also. Hab ich! Yeah. Hey, es ist so dunkel hier drin. Ich dussel, bin verkehrt rum reingeschwimmt. Ja. Na, seid ihr soweit? Kasper, du nimmst die Zeit. Die Uhr läuft. All you crazy swingers gather around. It's like a Grand Central Station. Try to make your way through this crowd. Right. Hi, Schmusemäuse! Hier gibt's wirklich haufenweise gut aussehende Kerle. Wisst ihr was? Ich glaube, wir können es uns erlauben, diesen Desmond Fluchmann Fluch einen Abend lang zu vergessen. Na, dann wollen wir mal einen neuen Rekord aufstellen, Leute. Hier kommen die Partyhengste. Auf geht's. Ich galoppiere hier erstmal zum Buffet. Tolle Musik und ein tolles Gesamt gibt's hier. Hey, was stimmt denn ein? Was stimmt denn hier? Toll, so übel. Oh, das bin ja ich. Ich rieche parfümiert. Ich muss diesen Gestank überdecken. Ehrlich, das war vollste Absicht. Also, da sag ich, wie meinst du das denn? Pinguine können nicht fliegen. Und da spuckt dieser Eskimo einen riesigen Schleimklumpen aus und sagt,
Schmeißen Sie die Krümel nicht auf den Boden. Das ist Verschwendung von gutem Essen. Spucken Sie nicht damit rum. Gib auf, Kleiner, wir sind zu dritt. Und du bist allein. Also mit wem willst du zuerst tanzen, hm? Huh? Ich kann leider nicht. Zu Hause wartet meine Katze. Was? Warte! Deine Katze? Oh. Ey, warte, ruf an, ja? Wir haben seine Jacke. Die steht auf uns. Es wird Zeit für Phase 2. Okay. Darf ich mal? Entschuldigung. Lassen Sie mich durch? Hoppala, Vorsicht, hinter ihm. So kann ich mich wieder riechen. Vielleicht liegt's an diesem Körper, aber ich finde die drei Torten da drüben umwerfend. Oh ja, das kann ich dir nachfühlen. Mm, komm zu mir, Baby. Darf ich Sie um diesen Tanz bitten? Schwöre ab, siehst du nicht, dass wir auf drei richtige Männer warten? Habba, habba. Auf dich habe ich gewartet. Ich könnte dich auf der Stelle vernaschen. Oh, nicht doch. Ist der nicht einfach süß? Ich habe noch niemanden getroffen, der so einen faszinierend stechenden Duft an sich hat. Du bist einfach atemberaubend. Ich weiß, lass uns tanzen. Okay. Siehst du, Kasper? Sie vertragen sich tatsächlich. Das haben wir gut hingekriegt. Komm mal mit, Wendy. Ist sie ja groß, der Kerl, den sie kennengelernt haben will? Warte, Kasper, was hast du vor? Naja, ich habe mich nur gefragt, ob du vielleicht mit mir tanzen möchtest. Ehrlich? Aha. Na klar. Jetzt gleich? Aha. Gleich hier? Nein. Da drüben. Ja, gerne. Aber warte noch. Ich zieh mich erst nach oben. Wow. Du siehst einfach zauberhaft aus. Findest du? James Bo. Mit Smoking? Ich bin beeindruckt. Wollen wir? Also, darf ich bitten, Wendy? Ich tanze nicht besonders gut. Erst recht nicht, wenn jemand zuguckt. Warte. Ah, schon besser. Ich trete dir bestimmt nie auf die Füße. Du tanzt also lieber allein als mit mir, hä? Wer ist das? Niemand, der wichtig für mich ist. Das klang aber gar nicht so. Mini-Donut. Ich liebe Süßes. Was für ein unwiderstehliches Aroma! Ja, ich habe gerade was zusammengebraut. Gerührt.
berührt. Vermoderte Baumwurzel, Saugfledermausmilch und ranziger Rinderteig. Oh, ein echter Killer. Hey, Leute, seht euch das mal an. Oh, die Drinks gehen auf mich. Hey, was sagt eine Taube zu der Reiterstatue? Was? Nimm's nicht persönlich, aber wenn ich Pferde sehe, dann bekomme ich immer Durchfall. Hey, wer hätte gedacht, dass man mit Fleischlingen so viel Spaß haben kann? Verschwinde! Lass uns in Ruhe! Bitte? Was ist denn mit euch los? Gar nichts. Nur eine alte Sportverletzung. Es liegt an der Musik. Ja. Mit der Rhythmus geht uns ins Blut. Wir müssen sofort abhotten. Sehr gut. Na los, tanzen wir. Ja. Los gehen wir! Oh nein! Dieser Fleischling versucht, mich loszuwerden! Das war viel zu lang. Sie verlieren die Kontrolle. Oh, nicht so mit, Schätzchen. Oh nein, Kasper, ich glaube, dass unser Plan vollkommen schief geht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Wisst ihr was? So viel Spaß hatten wir schon seit Jahrhunderten nicht. Naja, seit Jahrzehnten oder Wochen. Entschuldigt uns bitte kurz, ja? Ich muss sagen, wir hatten noch nie einmal besser gefahren. Ich glaube, für uns werden bald die Hochzeitsglocken läuten. Meine auch. Wartet, Leute, lauft nicht weg. Ich bin sicher, nach einer kurzen Unterbrechung kann der Ball wie geplant weiterrollen. Wo bleibt ihr denn? Ist mit euch alles in Ordnung? Seht doch! Die Ohren schmeißt! Erklären. Ja, das Ganze war Kaspers und meine Idee und... Willst du damit sagen, du treibst dich freiwillig mit dieser fliegenden Rolle Toilettenpapier rum? Hey, Kasper, halt dich bloß fern von dir, sonst bekommst du noch Warzen. Aber wir sind Freunde. Nein, nicht mehr. Ich verbiete dir ab sofort den Umgang mit dieser Wolke aus unseligen seelischen Abgasen. Ihr seid ja nur neidisch, weil wir mehr drauf haben als ihr. Geht zu euren Rasselketten. Geht zu euren Blubberpötten. Ich werde gleich eure Bettlakenhintern verknoten. Das reicht. Wir werden euch so erschrecken, dass ihr eure Besen nicht wiederfindet. Im Namen des gewaltigen Zauberers Nogamo verwandle ich jetzt diese drei Gespenster in Bettbezüge. Nein, warte, ich will. Eins. Das machst du nicht wirklich. Zwei. Wiedersehen. Nicht wieder. Drei. Was war das für ein Quatsch? Es war ein Bluff. Oh. Also, was ist in dich gefahren? Wie oft haben wir dir gesagt, dass Geister unsere Feinde sind? Aber Kasper nicht. Er ist... Wir können nicht länger hier bleiben. Wir müssen ein neues Versteck finden. Nein, mir gefällt es hier. Was passiert ist, tut mir leid. Ich finde Kasper und dann bringen wir alles wieder in Ordnung. Kommt nicht in Frage. Du wirst sofort auf dein Zimmer gehen und da bleibst du. Hey,
Kasper. Wir treffen uns hier in genau 5 Minuten. Geht klar. Igittigit, Hexenkeime. Ich kann's nicht fassen, dass ich sie wirklich angefasst habe. Angefasst? Ich habe mir Donuts gekaut. Ich glaube, mir kommt gleich mein Ektoplasma hoch. Die Ferien sind vorbei, Leute. Wenn wir unsere Selbstachtung wiedergewinnen wollen, dann müssen wir diese Hexenbrut von hier vertreiben. Au! Auf meinen Kopf auf. Ich mache mich besser unsichtbar. Oh Mann, da haben wir was angerichtet. Das kann man wohl sagen. Ich will aber, dass wir Freunde bleiben. Meine Onkel werden das nicht erlauben. Die sagen, ihr habt gefährliche Zauberkräfte. Das stimmt, aber wir können sie nicht einsetzen. Wieso das denn? Na gut, ich erzähl's dir. Aber du musst mir versprechen, es niemandem zu verraten. Ich schwör's bei meinem eigenen Grab. Das hier habe ich im Internet gefunden. Die Rangliste der 100 mächtigsten Zauberer. Die Nummer 1 ist dieser Widerling, Dasmund Fluchmann. Er ist unheimlich mächtig und hinter mir her. Wieso? Ich habe keine Ahnung, aber benutzen meine Tanten oder ich irgendeinen mächtigen Zauber, findet und vernichtet er uns. Verstehst du? Er vernichtet euch? Wie? Er kann es nur schaffen, wenn er uns entweder ein Haus auf den Kopf wirft oder uns in den Abgrund des Schreckens stößt. Was der einmal verschluckt hat, verschwindet und taucht nie wieder auf. Nein, das darf er nicht! Runter! Das war's dann wohl, die Party ist vorbei. Guter Hund, sei schön brav. Wuff, wuff! Und nicht bellen. Jetzt weißt du, warum meine Tanten sich nicht auf einen Kampf einlassen können. Das ist ganz schön übel. Bitte rede mit deinen Onkeln. Sie müssen uns in Ruhe lassen. Sonst können wir nicht hierbleiben. Bitte. Naja, ich kann's versuchen. Aber meistens hören die nicht auf mich. Du musst es schaffen. Es geht um Leben und Tod. Bitte. Geht klar, Wendy. Keine Sorge. Ich bring das in Ordnung. Und verrat ihnen auf keinen Fall, dass wir dich zaubern dürfen. Versprochen. Das muss an der Bohle liegen. In Ordnung, jetzt hört mal zu. Ich habe euch etwas zu sagen. Da ist der kleine Verräter, ja. Ja, weißt du, was du da angerichtet hast? Wir hätten tot sein können. Noch toter. Übertreibt ihr nicht ein bisschen? Wann wirst du das endlich begreifen, Kleiner? Hexen sind gefährlich. Wir müssen sie angreifen, bevor sie uns angreifen. Nein, kommt nicht in Frage. Ich habe auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und ich sage, ihr lasst sie in Ruhe. Bitte? Wofür hältst du dich eigentlich, hä? Du hast doch gar keine die Ahnung. Die wollen uns in Bettbezüge verwandeln. Ja, und das lassen wir uns nicht gefallen. Wie werden sie uns vorknöpfen? Wartet, nein, bitte, ihr dürft das nicht. Warum verteidigst du sie auch noch? Weil sie ihre Zauberkräfte nicht benutzen können. Was hast du da gesagt? Keine Zauberkräfte? Dann sind die Hexen völlig wehrlos. Freunde, ich glaube, die Stunde der Rache ist da. Auf in die Schlacht! Kaufen wir sie uns! Das wird bestimmt ein Riesenspaß! Nein, halt! Ich hab versprochen, dass ihr sie in Ruhe lasst! Wartet, ja, das dürft ihr nicht! Hört mir das zu! Jungs, ich glaube, er ist krank. Er hat schon einen richtig wässrigen Blick. Sieh mal an, unsere drei Ballköniginnen. Was wollt ihr hier? Ganz einfach, du wandelnde Warze, das hier ist unser Urlaubsort, klar? Also packt eure Besen ein und fliegt auf den Blocksberg. Ja, dieser Ort ist nicht groß genug für uns alle. Eigentlich ist er kaum groß genug für mich. Auf keinen Fall. Und jetzt macht, dass ihr verschwindet, bevor wir euch in 3 übergroße benutzte Windeln verwandeln. Aha. Da bin ich aber mal sehr gespannt, wie ihr das machen wollt, ohne eure Zauberkräfte zu benutzen. Was? Das gibt's doch nicht.
Kaspar hat es euch verraten. Ja. Wie bist du nur so schnell darauf gekommen? Das heißt, ihr könnt uns gar keine Angst einjagen, aber wir euch schon. Kaufen wir sie euch. Du kriegst mich nicht! Hier bin ich! Wir haben da was auf dem Bildschirm. Haben wir sie also endlich aufgespürt? Ich wusste, dass sie nicht ewig auf ihre Fähigkeiten verzichten können. Doch dieser Zauberspruch eben war ihr letzter. Mir soll ein dummes kleines Mädchen den Rang ablaufen? Sieht so aus, als hättest du dich getäuscht. Ihr werdet sehen, es wird trotzdem geschehen. Da hilft kein Bitten und kein Flehen. Au, au! So, und jetzt macht, dass ihr verschwindet, klar? Bloß nichts wie weg hier. Was ist denn das? Sehen wir nach. Gut gemacht, Wendy! Du hast uns gerettet. Das war großartig. Das musste ich doch. Keiner darf meiner Familie was tun. Naja, außer mir. Du, komm, das muss gefeiert werden. Ja! Unsere Wendy ist einfach die Größte. Ich bitte, diese Geister lassen sich hier so schnell nicht wieder blicken. Wendy ist toll! Jawohl! Wendy ist toll! Ja. Jawohl! Ja. Ich fühle mich ja sehr geschmeichelt, aber ich muss euch noch was gestehen. Nein, musst du nicht. Keine schlechten Neuigkeiten. Jetzt wird gefeiert. Aber um euch zu retten, da musste ich meinen Zauberstab benutzen. Das mit Fluchmann ist bestimmt schon auf dem Weg hierher. Ach, na toll. Au. Da hast du ja was Schönes angerichtet. Los, packen wir. Danke vielmals. Nein, es ist weder Obst noch Gemüse. Eine Tomate ist eine Bärenfrucht. Ja, klar, und ein alter Herr ist E.T., denn du bist nicht von dieser Welt. Gut, ignoriere mein Wissensreichtum, aber... Haltet die Klappe, oder ich verwandle euch beide in Milchshakes, wenn ich mit diesen Hexen fertig bin. Aber sie haben uns schon besucht. Oh nein. Oh doch. Und woher wussten sie wohl, dass meine Tanten hilflos sind, hä? Wendy, ich dachte, du wolltest alles wieder in Ordnung bringen. Aber du hast dein Versprechen gebrochen und Geheimnisse verraten. Wie konntest du nur? Ich dachte, wir sind Freunde. Das sind wir auch. Wendy, lass mich doch erklären. Nein, ich will dich nie wiedersehen. Und jetzt verschwinde, bevor ich dich in einen Luftballon verwandle. Wendy, nein, geh und lass mich in Ruhe. Der Junge von vorhin. Mich hat Wendy noch nie mit ihrem Zauberstab spielen lassen. Sie mag diesen Typen mehr als mich. Keine Zauberkräfte von wegen. Wenn ich Kasper in die Finger kriege, dann kann er was erleben. Äh.
Gut gemacht, Spukversager. Du hast uns direkt in eine Falle geführt. Diese Besenbeute haben uns besiegt und gedemütigt. Ich habe alles vermasselt. Ja, das kannst du laut sagen. Ich meine die Hexen, nicht euch. Dieser Magier ist hinter ihnen her. Und ich bin schuld, wenn er sie erwischt. Die vier sind in Lebensgefahr und brauchen unsere Hilfe. Wir? Sollen Hexen helfen? Niemals! Auf keinen Fall! Das kommt überhaupt nicht in Frage! Wisst ihr was? Ihr seid furchtbar stolz darauf, dass ihr so gemein und so selbstsüchtig seid. Aber heute Nacht, da wart ihr ganz anders. Habt ihr das schon vergessen? Ihr wart verliebt in diese Hexen. Ach was, wir haben doch nur so getan. Geht und durchsucht die Blockhütten. Beeil dich, wir müssen machen, dass wir hier wegkommen. Ich kann meinen Zauberstab nicht finden, aber ich halte den hier hingelegt. Vergiss das Ding, damit richtest du ja doch nur Schaden an. Nimm deine Tasche und dann gehen wir. Nein, du wirst nicht danach suchen. Nein, und damit basta, wir müssen los. Schwestern, seid ihr so weit? Alle raus ihn suchen. Ja. Sei still. Nehmen wir uns mal die Hütte da drüben vor. Wir werden sie schon finden. Zu spät. Fliegen wir doch aus dem Fenster. Es geht nicht, sie dürfen uns nicht sehen. Aber was sollen wir denn machen? Ich habe eine Idee. Sag mal, wie wollen wir sie überhaupt erkennen? Ich weiß nicht, das Foto war ziemlich verschwommen. Und was soll das? Wollt ihr uns überfahren? Haben Sie ein paar Hexen? Nein, sowas gibt's hier nicht. Was? Sie machen wohl bitte. Befreien Sie uns? Nein, Sie haben den Kopf rein. Ja? Sie sind da. Ich danke Ihnen. Yeah. Wartet mal. Ich glaube, wir können uns wieder umziehen. Okay. Und eins, zwei, drei. Sehr gut. Jetzt aber los. Ja, schnell. Ihr wollt uns schon verlassen. Beeilt euch! Oh nein! Jetzt ist es um uns geschehen! Hinsetzen. Ja. Du musst die berühmte Wendy sein. Und du bist der verfluchte Fluchmann, der hinter mir her ist. Was willst du von mir? Etwa mein Taschengeld? Ich erklär's dir. Das Orakel hat prophezeit, dass du mal mächtiger sein wirst als ich. Ehrlich? Ich fand es auch absurd. Aber das Orakel hat sich noch niemals geirrt. Oder? Noch nie, da habt ihr ganz recht. Es hat viel Mühe gemacht, euch zu finden. Wie seid ihr ohne eure Zauberkräfte so lange ausgekommen? Naja, wir haben auf die Flüche nach dem Essen verzichtet. Und das geht dir nichts an. Spielt keine Rolle. Ich brauche mir nicht mehr die Haare zu raufen. Das wäre ja auch... eine Schande. Eitelkeit kommt vor dem Fall. Das höre ich gern. Aber meine Taten kannst du doch freilassen. Du willst doch nur etwas von mir. Es tut mir leid. Es wäre dumm, deine Verwandten davonkommen zu lassen. Wer weiß, vielleicht wollen sie irgendwann Rache nehmen. Genug geplaudert. Keine Bewegung, Mistgurke. Mistgurke? Casper, du bist wieder da. Geigenjagdjagd. Das Orakel sprach von einem Geist, aber es erwähnte nicht, dass er so mickrig ist. Du wirst Wendy in Ruhe lassen. Ein Geist, der sich für eine Hexe einsetzt? Und ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Hör auf damit! Du tust ihm weh! Ach, wie rührend. Mir wird richtig gehend. Schlecht davon. Sei froh, dass ich meinen Zauberstab verloren habe, sonst wollte ich dir das heimzahlen. Tja,
Dein Pech, würde ich sagen. Paske! Nein, lass mich los! Oh Mann, dieser Typ ist echt ein Ekelpaket. Wendys Zauberstab. Wollen doch mal sehen, ob du dich ohne dein Spielzeug immer noch für was Besonderes hältst. Normalerweise verstößt es gegen meine Prinzipien, Menschen zu erschrecken. Aber das ist ein Notfall. Ich gebe zu, ich hab's genossen. Aus den Hallen von Kukaluma und den Tempeln von Xanadi rufe ich sämtliche Mächte der Finsternis an diesen Ort. Kraft des mir verliehenen Amtes, etc., etc. Ich befehle euch, öffnet den Abgrund des Schreckens. Alles verschlingend. Wer einmal in den Strudel gerät, den sieht man nie wieder. Praktisch, nicht? Nein! Wendy! Pastor! Ich hab deinen Saug! Tada! Hey! Haltet ihn auf! Bleib still, sonst kann ich dich nicht fangen! Schnell, da ist er! Vorsicht! Kasper, hier bin ich! Schnell! Suchst du das hier? Das war nicht mal schlecht, aber ich fürchte, mit mir kannst du dich nicht messen. Halt aus, Wendy! Wendy, nein! Wendy, aber wie? Oh mein Gott! Loslassen! Nein! Wendy! Halt durch, Wendy! Das darfst du nicht tun! Los, komm! Ja! Wendy! Hilfe! Ihr seid die Nächste! Hört auf! Meine Arbeit ist erledigt. Wir müssen Wendy retten! Ihr geht nirgendwo hin! Wendy, ich komme! Hilf mir! Nicht aufgeben, Wendy! Loslassen! Papa! Ah, gib mir deine Hand! Ah!
Hier, hier ist mein Henkel und hier meine Tülle. Ich bin ein Teekessel rund und fein. Kipp mich an und gieß dir ein. Wir Hexen sind nicht leicht zu schlagen. Jetzt geht es Desmond an den Kragen. Ja. Oh. Ihr bringt meine Frisur durcheinander. Ich muss euch wohl eine Lektion verpassen. Was soll der Quatsch? Und dabei hasse ich Kaninchen. Igitt, bin ich am Stoß. Also das reicht jetzt. So, und jetzt verwandle ich euch drei in Weinbergschnecken. Oh. Nein! 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 Wünsche einen angenehmen Flug. Auf Nimmerwiedersehen. Ich erwische dich noch, du kleine Hexe! Nein! 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 Wendy ist noch da drin und dieser Winzel Casper auch. Halt dich fest, Wendy, wir kommen und holen dich. Wir halten das Tor offen und ihr zieht sie raus. Wendy! Schön festhalten! Na los! Fester! Wir holen dich da raus, Wendy! Halt euch an! Noch ein Stück! Halt aus, Wendy! Wir schaffen es! Zieh! Ja! Zieh doch! Los, ihr müsst! Nicht loslassen, Wendy! Nicht aufgeben, wir haben's gleich geschafft! Eins, zwei, drei! Wendy, wach doch auf! Wendy, geht es dir gut? Sag doch was! Ich hoffe, der Kleine wird wieder. Du bist in Sicherheit. Du schaffst es. Ja. Wach doch auf. Wendy, sag doch was. Ich bin euch also nicht vollkommen egal. Aber nein, natürlich nicht. Du bist doch wie kommst unsere du denn Nichte. Da hoch? Komm, steh erst mal auf. Wir sind so froh, dass dir nichts passiert ist. Ja, ich auch. Lass dich ansehen. Ich wusste, dass ihr uns helft. Ach, na ja, wir wollten dir nicht den ganzen Spaß alleine überlassen. Los, gehen wir frühstücken, Jules. Ja, französischen Toast und frischen Kaffee. Oh, weißt du eigentlich, wie man französischen Toast in Deutschland nennt? Toast? Nein, nein, man sagt arme Ritter dazu. Hör mal du zu. Du nimmst altbackenes Weißbrot vom vorigen Tag, taust es in Milch und Eier und wendest es dann in Semmelmehl. Meine Schwestern und ich wollten euch noch danken. Meine Schwestern und ich wollten euch noch dafür danken, dass ihr uns gerettet habt. Von mir aus ist schon gut, aber das werdet ihr gefälligst für euch behalten. Ja, ja, nun drängel mich nicht. Ich wollte noch sagen, dass es im Grunde ganz nett war, euch kennenzulernen, auch wenn ihr Hexen seid. Wirklich? Vielen Dank. Alle mal hergehört. Hier kommt das Tollste. Jetzt, wo Desmond verschwunden ist, ist Wendy die Tollste. Sie? Sie ist die Tollste von uns Hexen? Wollt ihr auch wissen, warum ich sie gekrönt? Sie hat Hexen und Gespenster miteinander versöhnt. Wendy ist die Tollste. Sie wird nicht mehr geneckt. Sie ist eure Königin. Drum erweist ihr Respekt. Ja. Ihr habt es gehört. Wir wussten immer schon, was in dir steckt. Ja, Wendy for President. Hey. Also dann, Zeit, sich auf den Heimweg zu machen. Ja, dann mischen wir dem Zeitungsjungen wieder eins aus. Mir leid, aber das war die falsche Antwort. Entschuldige, Wendy. Los, auf die Besen. Wendy, warte! Tja. Ja.
Ihr reist also ab, wir auch. Es ist Zeit, Lebewohl zu sagen. Ja, sieht so aus. Weißt du, ich wollte dir noch sagen, dass du mir sehr fehlen wirst. Ach was? Nächste Woche rettest du ein anderes Mädchen aus einem tödlichen Strudel des Verderbens. Und dann bin ich vergessen. Hey, guck doch nicht so traurig. Dafür gibt's keinen Grund. Deine Onkel werden dich nun besser behandeln. Ja, vielleicht. Nicht vielleicht, ganz sicher. Auf geht's. Wiedersehen, Kasper. Wiedersehen. Auf und davon! Ja! Nein. Wie oft soll ich es euch denn noch zeigen? Haltet den Stab gerade, damit man drunter durchtanzen kann. Ihr seid wirklich nicht die Hellsten. Für den Typ zu arbeiten ist noch schlimmer als für Desmond. Ja, lassen wir's. Genau. Wisst ihr, eigentlich macht es mir nichts aus, Kasper die Arbeit abzunehmen. Was meint ihr? Es macht Spaß? Wir helfen ihm gerne. Das sollten wir jetzt immer so machen. Hoffentlich hält der Zauber nicht zu lange an. Es ist komisch, wenn sie so freundlich sind. Also dann, macht's gut. Thank you.